Wir setzen uns dafür ein, dass es beim Deutschen Filmpreis zwei Kategorien geben sollte für die besten barrierefreien Filmfassungen. Also einmal, wir nennen die barrierefreie Fassung nur für die Ohren. Das ist dann die Audiodeskription und die nur für die Augen. Das sind die erweiterten Untertitel. Das sind Kunstformen, die von Fachleuten werden die produziert. Und das gehört genauso zum Film wie Regie und Kamera. Dafür setzen wir uns ein. Das wird ein langer Weg, aber wir sind auch schon so ein bisschen im Gespräch, und um auch da die Beteiligten ein bisschen zu sensibilisieren. Und mal schauen, wie die Sache sich entwickelt.